Herr Dengler. Hallo Frau Weiß, ich würde Ihnen gerne das Du anbieten. Ich bin der Josef. Ich Ihnen auch, nehme ich so. Josef, ich spreche heute mit dir, weil ich ja weiß, dass dein Büro eigentlich die Küche ist. Du bist Kantinenchef bei der Santander Bank, aber jetzt ist dein Homeoffice quasi deine eigene Küche. Also du stehst nicht mehr in der großen Küche. Wie machst du das eigentlich so? Wie macht man das als Koch im Homeoffice? Also im Moment ist es ein bisschen schwierig, in der Tat so. Also ich habe mir quasi Arbeit mit nach Hause genommen, indem ich halt eine neue Rezeptdatenbank, die muss gefüllt werden, da arbeite ich dran. Und dann hat aber mich eine Kollegin darauf gebracht, Rezepte online zu stellen, also Kochanleitungen, kleine, weil die sich so ein bisschen beklagt hat, oh, ich weiß nicht, was ich zu Hause kochen kann, ich kann nicht kochen überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ach, ist doch einfach. Also ich mache da, ich Instagram bediene ich schon länger, den Bankkanal auch. Und dann habe ich das einmal ausprobiert und dann hat sich das angeguckt, das fand ich total cool und dann machst du halt. Ich glaube, mittlerweile sind es 19 oder 20 Rezepte geworden. Und wie kommt das so an? Kriegst du da ähnlich Feedback, wie wenn du in der Küche stehst, im Bankengebäude? Absolut positiv. Die Leute freuen sich, schicken mir auch schon mal Bilder, wenn sie nachgekocht haben. Ich bin einmal sogar ganz flexibel. Ich sage in den Videos auch immer, dass man das nicht unbedingt so alles festgelegt machen muss. Aber von der Idee her, also total viel positives Feedback, finde ich immer alle ganz toll. Super. Und Josef, eigentlich kennen wir ja alle so die Kantinenklassiker, ne? So Currywurst und dann Schnitzel und Pommes mit Rot-Weiß dazu. Jetzt musst du mir mal verraten, essen Banker auch so oder essen die ganz anders und nur Salat zum Beispiel? Also Banker essen natürlich auch gerne Pommes und Schnitzel und Currywurst, das ist ganz klar. Wobei aber unser Topseller war bis dato ein Salatteller mit Geflügelwurststreifen, das ist immer gerne genommen. Also das ist schon so. Also ich sehe mich in der Verantwortung, die Leute auch so ein bisschen gesund zu ernähren. Also wenn ich immer dieser fleischessenden Fraktion immer nachgeben würde, also ich steuere schon mal gegen mit schönen vegetarischen, veganen Gerichten. Wir nehmen Trends auf, irgendwelche Eintöpfe, Suppen, besonderer Art, Suppenküchen. Oder halt wie jetzt Bowl ist ein Thema, diese Hochkostgeschichten mit Reis und mit rohmarinierten Lachs. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann finden die das alle mega cool und man merkt es immer. Ich habe immer so ein Beispiel, ich habe mal so ein Dal gekocht, so ein indisches Hülsenfrüchtegericht. Am Anfang 40 Mal, wenn ich das heute koche, verkaufe ich 180 Mal. Also das muss man ein bisschen moderieren auch an der Ausgabe, ein bisschen die Leute motivieren. Man kennt die ja, ist ja wie eine Familie. Dann kann man die auch ansprechen und sagen, nee, du jetzt nicht an die Schnitzelstation, komm mal hier rüber, ich habe was für dich. Und lass die Leute auch probieren dann an der Theke, damit sie frei entscheiden können. Also das finde ich immer ganz gut. Jetzt musst du mir noch mal verraten, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wie ernährt man denn, oder das klingt so mütterlich, aber wie ernährt man denn Santander-Angestellte, damit die jetzt auch im Homeoffice ja, Leistung bringen, motiviert sind? Du hast gesagt, es soll natürlich frisch sein, es soll ausgewogen sein, aber wie machst du das jetzt? Also generell ist es natürlich so, finde ich, für jeden, erlebst du wahrscheinlich auch für dich zu Hause. Eine Herausforderung von zu Hause zu arbeiten, das ist ja nicht jeder in der Familie, sondern manche leben ja allein und so weiter. Und dann, also da muss schon so ein bisschen, sagen wir mal, die Freude irgendwie muss da so ein bisschen rüberkommen. Also man kann jetzt nicht immer nur Salatblätter essen und sowas alles, also ein Pastagericht mit einer leckeren Soße und sowas, dass man auch so ein bisschen Spaß daran hat. Das ist ja, das lässt sich ja trotzdem kombinieren, dass es gesund ist, aber trotzdem Spaß macht. Und das finde ich halt auch ganz wichtig. Ein Gläschen Wein vielleicht dazu trinken oder sowas oder schönen Saft oder irgendwas. Also das muss ja irgendwie sein. Also die Leute müssen ja trotzdem zu Hause, obwohl sie dann alleine da sitzen oder nur auch mit der Familie insgesamt. Die Kinder sind zu Hause, da ist auch viel Stress, dass man da so ein bisschen mehr Freude mit reinbringt, mitbekommt. Und das finde ich halt auch ein Aspekt, der ist wichtig. Und man sagt immer, blöder Spruch, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Aber irgendwo ist das natürlich trotzdem so ein Thema. Leckeres Essen macht Freude. Josef, ich finde das toll, dass du das machst. Echt Daumen hoch dafür, dass alle Angestellten bei Santander auch noch ja, quasi deine Betreuung haben, auch im Homeoffice. Ich danke dir für deine Zeit und vielen Dank für diesen Einblick in dein Homeoffice und deine Arbeit, die du gerade machst. Gerne.